Fresh und sexy zugleich. Sexy. Trotzdem bin ich dazu auch noch geistreich. Heute mal aus der Rubrik Peter Ehrlich hilft, hat uns in der Redaktion einen Brief erreicht von einem Mann. Also ich muss jetzt einfach mal sagen, wir waren erschüttert über den Leidensweg, den dieser junge Mann gehen musste. Von Frauen, wirklich von Frauen. Also meine Kamerafrau fing sofort spontan an zu weinen, nur um die Qualität von denen, wie Frauen mit diesem jungen Mann umgegangen sind. Und ich meine, gut, man muss da nicht große Ansprüche haben vielleicht, man muss auch einfach mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Mitleid würde ich nicht sagen, Mitleid wäre ein Scheißausdruck. Auf jeden Fall wollen wir Ihnen heute einfach mal die Chance bieten, eventuell auch in sein Leben, in seinen Bauch, in seinen Biorhythmus mal ganz andere Gefühle reinzubringen. Er wird glücklich sein, er wird eventuell heute, ich meine, gut, wir können es nachvollziehen, wenn es nicht klappt. Wir sind da motiviert, er hat ein Psychologentherapieprogramm, hat er auch schon klar. Alle sagen sexy, sexy. Oh, ist der sexy. Fragen? Darfst du. Hast du einen Freund? Nein. Möchtest du einen Freund haben? Nein. Warum nicht? Nee. Ich hab Bock drauf. Ich hab jetzt versprochen, ich bemühe mich ernsthaft, dass er jetzt eine Freundin kriegt. Er da. Er? Nee, ist nicht so mein Geschmack. Was ist denn so dein Geschmack? Warum ist er nicht dein Geschmack? Er sieht doch naturtrüb geil aus. Hat ein bisschen gläserne Augen. Ja, aber der kann Frauen ohne Ende befriedigen. Hat er in 38 Pornofilmen schon bewiesen. Immer nur nach meinem Äußeren gehen, werd ich ganz sexy. Bin ich sexy. Weil man schon so böse, ich nicht keine Aufsätze, ansonsten nicht hätte. Äußer. Oh ja, okay. Hi. Hi. Bleib doch mal stehen. Hallo, stehen bleiben. Interview jetzt. Du machst jetzt Interview. Ich mach nicht. Mach du mal. Klasse. Wir alle fünf ins Hotel jetzt. Sexy. Wenn ich mich selbst in einem Schaufenster sehe. Richtig für Sie. Nein, erstmal ist er etwas zu jung, ansonsten würde ich mich seiner annehmen. Aber wenn er sich bemüht, wird er bestimmt eine richtige finden, die ihm auch helfen wird. Und ihm voll hinter ihm stehen wird. Wobei denn? Bei dem zukünftigen Lebensweg. Den ich noch beschreiten muss? Ja, sollte. Ja. Und wahrscheinlich lieber ohne Alkohol? Absolut. Oh. Ich muss das jetzt einfach mal sagen, irgendwie, ich stehe in der Mitte und das knistert schon irgendwie. Es nähert sich langsam. Alle sagen sexy. Ich renne mit blutigem Herz durch die Nacht. Weil alle immer nur nach meinem Äußeren gehen. Denn ich bin sexy. Bin ich sexy. Einen wunderschönen guten Tag, wir kommen vom Stadtfernsehen und sehen, dass Sie nicht aus Hamburg kommen und wollten Sie gerne mal ein bisschen zu Hamburg befragen. Wie verständlich. Wir verstehen nicht, ich bin von Norwegen. Ah ja, da könnt ihr auch sehen, auch in Norwegen ist es nicht anders, die Frau hat nichts zu sagen und der Mann redet. Ihr seht hier glückliche Gesichter, Norwegen herrscht gerade Schweinepest und sie sind nach Deutschland gekommen, um das einfach mal glücklich sein und in die Kamera lächeln für uns bitte einmal hier. Ich bin weg. Ich bin der Redakteur dieser Sendung, vielen Dank für das Interview, ich würde mich durchbumsen. Und am Ende ist es ein Fluch, so sexy zu sein. Sexy. Ich bin nicht sexy. Glaub mir, ich bin nicht sexy. Sexy.
Hallo? Ja, hallo, hier ist der Dennis. Hi, Dennis. Ich wollte gerne mit... Dennis? Ja? Ich muss jetzt was ganz fürchterlich traurig eigentlich ja sagen. Das ist heute eine Partnersuch-Find-Sendung. Ich verstehe dich nicht so richtig. Das ist heute eine Sendung, wo Partner getauscht, gesucht, gefunden werden. Ja. Und wir suchen da heute was mit Ballermänner, so mit richtig schöne knallige Knospen und so, ja. Ja. Und da bist du als blöder, dober, kleiner Arschschwanzträger. Bist du einfach nicht wichtig in meiner Sendung heute. Würdest du das jetzt einfach mal nachvollziehen? Nein, aber ich würde gerne... Lass mich doch erstmal ausreden. Jetzt kannst du reden, jetzt bist du nämlich weg. Deswegen ist es nämlich heute wichtig, dass, wenn überhaupt, hier nur Frauen anrufen. Frauen, damit mein Freund der Ref, der auch einfach mal wieder dieses Gefühl im Bauch drin haben will, dass er, wenn und so, ja, also ganz, ganz irre, der will auch mal richtig... Ihr wisst schon, nee, ich falsche Zeit. Oh, ist ja auch, ja, jetzt verrenne ich mich wieder, vollkommen jetzt. Warte mal sehen, vielleicht ist das eine Frau. Hallo Frau. Hallo, hier spricht Kathi. Kathi? Ja. Kathi, wie alt bist du denn? Ich bin 25. 25 Jahre. Jetzt, was bemotiviert so eine kleine, verschissene, doofe 25-jährige Frau, mich jetzt, den geilsten Mann Europas, hier live in der Sendung anzurufen, um sich von mir niedermachen zu lassen? Oder Kathi, wollen wir das mal ganz anders machen? Nach 123 Sendungen soll ich mal nett zu dir sein? Oh ja, das wäre ja nett. Kathi? Kannst du das? Du hast die erotischste Stimme, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist schön. Ich sehe genauso aus. So wie deine Stimme ist? Natürlich. Hast du Warzen im Gesicht? Wie bitte? Hast du Warzen im Gesicht? Anna, wir sind seit 7 Minuten auf Sendung, ja? Ich habe nur Sommersprossen. Ja, aber ich dachte, ihr kommt einfach, ja? Katrin? Kathi. Kathi. Du hast doch jetzt gesagt, du würdest gerne den jungen Mann kennenlernen wollen, der heute in der Veranstaltung bei mir verlost wird. Ja, pass auf, ich werde ihn dir jetzt mal voll von der Optik her zeigen. Erschrick nicht, weil es kommen jetzt Sachen auf dich zu. Geile Sachen, ja? Mhm. Kannst du das nachvollziehen, Kathi? Weiß ich noch nicht. Guck mal, ich habe jetzt meinen Namen dir gemerkt. Nee, deinen Namen mir. Ach, sorry. Ja, du hast ihn dir gemerkt, toll. Guck mal hier. Die Schuhe. Jetzt hier, zeig mal. Einfach hier, guck mal. Scharf. Welche, meine oder seine? Deine natürlich. Und seine hier? Naja, genauso scharf. Und jetzt die Hosen. Einfach rausschmeißen. Schmeiß die raus. Vergessen. Ist schon weg. Genau, wir haben das nämlich ja nicht nötig. Kathi, setz dich da einfach mal rechts hin, dann komme ich zu dir rüber. Nur Weiber, ja? Ist das klar, ja? Mensch, guck mal, die war doch mal blond. War die nicht mal blond? Und wer ist denn noch da? Hallo, hier, Fernsehen live. Aus Mauritius kommen die Gäste hierher, das ist doch schön. Guck mal hier. Da habe ich heute mal ein paar andere Gäste, die einfach mal sehen wollen, wie so eine Fernsehshow gemacht wird, damit sie gut und locker und cool ist. Das ist meine neue kleine nette Freundin. Ja, von dem Typ da, die Olle. Ich habe sie schon angebackert, hab schon klar gemacht, ist jetzt meins. Und jetzt, wenn wir jetzt Fanfarenstöße hätten, würden die jetzt kommen, weil er ist hier live in meiner Sendung und ich bin stolz und ich freue mich und bin motiviert. Da ist er! The Ref! Sprich jetzt! Dumm! Ja, ich sprich, hallo? Willst du ihn sehen jetzt oder nicht? Ich habe ihn schon gesehen eben. Du, hast du noch was anderes da? Ey, pass auf, ich will nicht aggressiv werden. Jedenfalls nicht Frauen gegenüber. Aber jetzt funktioniert er! Ref! Hast du ein Mikro? Wie gehst du mit diesem Hass um? Mit diesem Hass? Diese dummen, debilen Frauen, die einfach nicht wissen, was Glück in dieser Welt bedeutet. Guck mal, Peter, ich könnte dir gerne erklären, wie ich damit umgehe, aber das wirst du wahrscheinlich nicht verstehen. Mach's einfach. Aggressivität, Brutalität. Bringt nichts. Ausbeuten. Die, die sich ausnutzen. Hey, Peter, das grüß dich. Von denen leihen, die auf den Strich schicken. Hey, hallo. Moin. Wer bist du? Britta, grüß dich, Peter. Britta? Neue Sonnenbrille. Willst du ihn? Nee, der ist mir zu unrasiert. Du, aber der kratzt schön beim... Nee, ich mach keine Schenkelbürsten, lass mal. Was machst du nicht? Keine Schenkelbürsten. Hey, dafür hast du ein T-Shirt gewonnen. Echt? Und diese Brille. Die ist neu, ne? Ja, findest du sie gut? Gut, naja. Britta, jetzt bewerb dich um einen von uns Bären. Weil wenn wir ihn schnell loswerden heute, dann kann ich auch wieder mal was haben, was Neues. Nee,
Ich möchte ihn nicht haben, nicht geschenkt. Was hat er gesagt? Ich hab's eben nicht akustisch. Er hat gesagt, du bist ranzig und irgendwie hat er recht. Naja, dann wünsche ich euch noch was. Macht's Britta, gut. Britta, warum hast du ihn jetzt angerufen? Ja. Warum ich angerufen habe? Ich wollte dir eigentlich mal sagen, dass du die Set machst. Ich blitz noch mal. Arschloch. Sag. Tschüss. Arschloch hat sie gesagt. Prima. Arschloch. Geiler Gag. Super Idee. Tolle Message. Ja. Ref. Wir waren in der Stadt und das war interessant, wa? Entschuldigung, Peter. War doch interessant in der Stadt. Scheiße, das war relativ geoutet. Interessant in der Stadt. Ich möchte jetzt hier nochmal sagen, dem Kind ist da letztes Mal nicht richtig was passiert. Ich meine, gut, mit den Augen, die sehen jetzt, die Augen von Laura Maas sieht das jetzt aus. Und damit es nicht wegrennt, haben wir jetzt noch ein paar Schellen. Weil so eine Kinder, die sind ja widerstandsfähig. Da hat man ein Messer im Bauch und kann immer noch reden. Du, mit dem Mikro, kannst du jetzt auch mal was sagen? Weil, Peter, du redest die ganze Zeit. Lass doch deinen Gast mal was sagen. Du willst ihn doch hier verlosen, oder? Dich kennen wir doch schon. Ja, erzähl mal. Du spinnst wohl. Verlosen. Nicht verlosen, aber bin verlosen. Ich hier falsch? Bewirb dich doch mal. Jetzt eben wollte er ja, ja, du, so versteht man dich nicht. Nee, da diskutiere ich nicht. Kannst du nicht, ne? Was möchtest du denn gerne wissen? Ha? Ja, es gab hier gerade eine kleine interne Diskussion, die Sendung wird wahrscheinlich gleich abgebrochen. Das ist gut. Und zwar mit relativ hohen Equipmentschaden, das kündige ich jetzt schon an und das meine ich ernst. Boah, bist du Chef? Ich bin nicht Chef, ich bin sauer. Warum bist du sauer? Was möchtest du denn gerne wissen? Ich wollte nur wissen, ja, erstmal warum du sauer bist genau und weil du ja gar nicht zu Wort kommst. Ach komm, der lässt mich ja nie zu Wort kommen, ja, darum bin ich sauer. Was möchtest du denn hören, mein Herz? Ja, steh noch mal auf. Ich möchte noch mal einen ganzen Look. Du möchtest den ganzen Look noch mal gerne sehen? Genau. Ach, da haben wir ja keine Probleme mit. Schön, was ich alles für dich tue, ne? Ja. Was meinst du, was ich sonst eigentlich noch alles für dich tun würde? Ach Gott. Ah. Aber jetzt schluckst du. Ja, das hast du gut gemacht. Also anscheinend, der Look scheint dir nicht zu gefallen. Die Jacke finde ich eigentlich nicht so gut. Soll ich sie ausziehen? Ich würde ja alles ausziehen, ist doch klar. Ich brauche ja eine Frau. Ja, du. Mach ja, vielleicht wirklich. Ich suche ja ein Mädchen. Echt jetzt? Ja, natürlich. Achso, ich dachte, naja. Ach, ja, was dachtest du denn? Vielleicht ein Mann oder so. Ein Mann, ich würde auch einen Mann nehmen. Ich habe Peter Ehrlich schon angeboten, ihn zu ficken. Also Frank Steinbach heißt er ja eigentlich, aber... War zu teuer, ne? Also er hat mir nicht genug Knie daran geschafft, ganz einfach. Ja, würde ich ihn auch glatt feuern, für echt. Ja, ich wollte ihn echt laufen lassen, das kleine Häschen, aber er hat sich echt nicht verdient gemacht. Nee. Ich habe da richtig investiert, schön Leder-Lack-Kostüm und so weiter, aber... Würde ich ihn gleich wieder abnehmen. Wie bitte? Ich habe es ihm wieder abgenommen, aber wie wär's mit dir? Nö, du, ich habe da schon meine Jobs und das langt schon. Ach, scheiße. Tja, jetzt haben wir dich mal reden lassen, das hat für sie auch nicht viel gebracht. Wir waren in der Stadt, um für den Ref eine Frau zu finden und haben da Sachen erlebt, was wir euch jetzt gleich mal zeigen werden. Komm mal mit hier. Weil ich wollte euch so mal zeigen, wie Technik hier funktioniert. Da ist du einfach hier hin, drückst VCR1 und dann geht's ab. VCR1. Geht aufgelegt. Bitte, bitte, bitte. Ich sag doch bitte und ich bin auch ganz nett. Ich bin auch ganz nett, wirklich. Hey, schnell, mach hin. Warum machst du viel? Hannemann. Die hätte ich gekriegt. Okay. Nee, dann komm jetzt, los. Dann komm aber auch. Dann renn jetzt mal mit mir hier durch die Stadt. Der Redakteur hat gesagt, wir sollen stur bleiben. Und du musst es doch verstehen. 5 Minuten. Es dauert nur 5 Minuten. Was machen Sie? Was wollen Sie von mir? Haben Sie einen Freund, einen Ehemann? Nein. Finden Sie diesen... Dranbleiben? Dranbleiben, los, dranbleiben. Ja, er hat Blut geleckt, da müssen wir jetzt dranbleiben. Bitte. Wir wollen es doch nett machen, sonst müssen wir jetzt böse werden. Und wenn wir böse werden, ist das doof. Nein, ich würde sie nie veralbern. So sexy, wie sie aussehen. Ja.
mir spontan sagen, wie Ihre inneren Werte sind? Nee. Haben Sie innere Werte? Ja. Sind auch noch andere Sachen als sexy aussehen, kleine Schwarze anhaben? Wenn Sie das so sehen, freut mich das natürlich sehr. Ich bin davon überzeugt, ja. Die Dame erinnert mich an Steffi Graf. Nein, hat Ihnen das jetzt geschmeichelt, dass ich gesagt habe, Sie sehen sexy aus? Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, für was ist denn das? Das ist für OK One. Das ist Radio, ne? Ja, wir machen Radio mit Fernsehkameras, aber ist egal, weil wir haben Thomann vergessen. Ich meine, ich will jetzt nicht auf diese Sachen blond und so. Sie ist ja nicht blond, da kann ich nicht drumherum reiten. Nee, das ist eine Kamera. Also wenn ich das auch sehen kann, dann versuche ich da schon was Sinnvolles zu sagen. Sind Sie verkabelt? Nein, sehen Sie, das ist das Problem. Aber ich würde eine Kassette nach Hause bringen von der Sendung, die dann gesendet wird. Sagen wir alle und dann. Du bist schon oft von Fernsehteams angesprochen worden. Habe selber mal bei einem gearbeitet. Bei welchen denn? Ich möchte die nicht. Ich habe mich gerade entschieden. Tut mir leid. Er will nicht. Wir suchen eine Freundin für mich. Und schon, dürfen wir dir eine Frage stellen? Nee. Doch, dürfen wir, wa? Hast du einen Freund? Nein. Hast du einen Ehemann? Nein, auch nicht. Einen Geliebten? Auch nicht. Und einen Stecher, das wäre dann die vierte Möglichkeit. Auch das nicht. Könntest du dir vorstellen, eins von diesen vier hervorragenden Sachen heute noch zu bekommen? Heute noch. In Form von ihm hier? Nein. Warum nicht? Warum sagt er dir jetzt sofort? Warum konntest du sofort Nein sagen? Nee, ist, weiß nicht. Im Moment so, wenn ich ihn so auf den ersten Blick sehe, sieht es ziemlich ungepflegt aus. Ja, würde ich sagen. Ist nicht ganz mein Geschmack. Völlig egal beim Ficken. Nee, finde ich nicht. Total. Nee, finde ich nicht so angenehm. Ist es echt? Nee. Kannst du nicht glauben? Nee. Ich weiß das. Nee. Probier's auch. Nee, finde ich nicht. Da. Nee. An dieser Stelle hier knistert überhaupt nichts, kann ich euch sagen. Sie wird noch so oft dran denken und ich weiß es. Aber guck sie dir an, was ist die Alternative zu ihm, was wir ihm hier geboten haben? Das ist die Alternative, jung, adrett und schnell spritzend. Und da, die dürfen wir dich was fragen. Ganz spontan, was hast du jetzt mit dieser Frau eben gesprochen? Was habe ich gesprochen? Du hast eben mit einer Frau gesprochen, warum? Hast du die hier einfach angebaggert in der Innenstadt? Nee, wir machen hier die große Aktion hier für ihn eine Freundin finden und du baggerst uns die Frauen weg. Findest du das gut? Klar. Lass mich doch in Ruhe, warum quatsch uns denn an hier? Frank, ja? Haben Sie einen Freund? Nein. Warum nicht? Siehst doch gar nicht so schlecht aus. Ja, weil das gar nicht so einfach ist, glaube ich, einen Freund zu finden, ne? Wenn wir dir jetzt hier in der Stadt jemanden präsentieren würden, der nett, jung, dynamisch, gut aussehend ist, könntest du dir vorstellen, heute mit uns mal loszugehen, um den mal kennenzulernen? Nee, irgendwie nicht. Warum nicht? Dafür gibt es 1000 Mark, immerhin. Ich meine, für eine 2-3 Stunden mit uns mal rummachen. Was müsste ich denn dann tun? Mit dem jungen, flotten Typen durch die Gegend laufen? Du musst dir, also das wäre hier zum Beispiel unser flotter junger Typ. Und er ist sympathisch, hat auch Mundgeruch hat er nicht mehr. Und er wäre heute zu alt bereit. Und er ist ein bisschen schüchtern, deswegen guckt er auch so. Ich glaube, der ist gar nicht so schüchtern, ne? Aber jetzt der erste Eindruck, wie ist es? Nein, du kannst ruhig die Wahrheit sagen, notfalls schneiden wir das. Worum geht's denn überhaupt? Ja, der junge Mann hat zum Beispiel keine Freundin. Du hast keinen Freund und das wäre doch für 1000 Mark, wäre das doch eine klasse Sache, oder? Ich bin schwerstens involviert. Das ist alles gerade am sich entwickeln. Insofern habe ich auch gezögert bei der Beantwortung. Was ist das für ihn? Ne? Warum ziehst du den vor ihm jetzt gegenüber? Ist der 1000 Mark wert? Ist er nett? Für was ist denn das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist für OK One hier. Kennst du OK One? Nö. Das ist ein Sender aus München. Mhm. Aber ein ganz toller Sender. Mhm. Da haben wir auch so eine klasse Menschen in München. Also wer wäre er jetzt, aber jetzt doch mal ehrlich. Ich glaube, ich kenne ihn auch schon irgendwoher. Kann das sein oder kommst du aus München? Jetzt haben wir diese peinliche Situation, dass eine seiner Ex-Freundinnen wahrscheinlich hier in der Stadt ist. Kommst du aus München? Warte. Du kennst ihn, woher kennst du ihn? Irgendwie vom Sehen. Das ist der Hamburgs besten Musiker, aber das jetzt nur mal so am Rande. Wir wollen nicht prassen mit so einen Sachen, oder? Filmstar ist er. Sag doch mal, worum es geht. Ja, du willst ja nicht 1000 Mark verdienen. Du hast deine Chance jetzt verpasst. Jetzt. Hallo, hallo! Hallo, hier ist Manuela. Hallo Manu! Endlich sehe ich dich auch mal und kann auch gleichzeitig mit dir sprechen. Also, ey, ich sehe das heute zum ersten Mal. Wenn ich du möchtest, dir. Manu! Aber ich finde dich Manu. So cool! Manuela! Ja. Wenn du möchtest, kannst du mich heute Nacht spüren. Oh nee, nicht gleich spüren. Erstmal nur sehen. Ja.
Das stimmt, er ist eigentlich ein netter Typ, aber ich würde sagen, ein bisschen rasieren. Die Haare könnte ich ein bisschen immer machen, weil ich mache da selbst auch an mir viel. Und ja, die Klamotten, locker, finde ich gut irgendwie. Schuhe, ja, doch, ja, sieht ganz gut aus, ja. Also nicht schlecht, würde ich sagen, aber eben so ein bisschen rasieren. Ich würde rasieren. Mich natürlich selbstverständlich jederzeit rasieren, das kannst du dir ja denken. Überall. Ja, klar. Überall nö, das weiß ich das wissen, macht das ist mir. Ja auch nötig. Wo machst du das denn? Wie bitte? Wo machst du das denn? Ja, so ein bisschen so, an einem bestimmten Teil. Guck mal, Peter, ich rede gerade mit dir. Mit Spaß muss sein. Mann. Genau, das ist ja das, was ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Stell dich doch mal hin, das war ein Gag am Jetzt soll ich mich noch mal hinstellen? Ja, ja. Na gut, doch, ja. Kriegst du auch noch mal eine Chance. Wie groß bist du denn überhaupt? Ich schätze mal 1,80, 85? Nee. Ja, 1,85 geht schon in die richtige Richtung, also eher 1,95, das sieht man so in der Kamera nicht. Hast du es denn lieber größer oder kleiner? Wie bitte? Hast du Brusthaare? Das sehe ich jetzt nicht genau. Möchtest du mal eine Brusthaare sehen? Ja, so ein bisschen, sehen? Ne? Ja, klar, nicht so ein bisschen. Ich finde das eigentlich schon ganz gut so. Könnte ein bisschen mehr sein, aber es gefällt also, mir schon so. Das liegt am Licht, also das reicht schon aus. Unten auch ganz gut behaart und so. Ich weiß ja, bei dir können wir ein bisschen rasieren und meine Haare oben kümmerst du dich, ja? Klasse. Sag mal, welche Farbe haben denn die? Wie bitte? Deine Augen, welche Farbe haben die? Welche Farbe haben die? Ich dachte, du hast nur Schwarz-Weiß-Fernseher. Oh, scheiße. Oh, schade. Du hast echt nur Schwarz-Weiß-Fernseher. Naja, dann können wir uns ja mal treffen, dann zeige ich dir die Augen. Nee, lass mal gut sein. Überhaupt kein Problem. Aber du sollst ja so stimmt mal öfter gerne ein. Was hast du gesagt? Oder bitte? Ob ich gerne eins führe? Trinkst du gerne mal ein? Sehr selten. Weil irgendwie siehst du, der Blick ist so, als wenn du öfter mal einen hebst, oder? Nee, nein. Das liegt daran, ich habe gerade einen Jetlag, weil ich komme aus New York. Habe da gerade einen Film abgedreht. Doch, das ist leider wahr. Nein. Ich hab wirklich gerade einen Jetlag. Ich trinke fast nie. Wie bitte? Naturwellen. Dauerwelle oder Naturwellen? Nee, das sind Naturwellen. Mhm. Aber da könntest du ja unglaublich schön unten noch was auch, mitmachen. Unten auch? Unten auch, ja? Aber richtig locke. Oh, ich sag's ist das dir. Sexy. Ich meine, ich darf ihn jetzt nicht zeigen, weil sonst kriegt hier Peter Ärger. Kann ich nochmal Peter haben, sag mal? Wie bitte? Kann ich nochmal Peter haben? Ja, okay, dann gebe ich mal ab. Wie an muss Peter man dich weiter. Jetzt denn. Okay, und dann geben wir jetzt weiter ab an Peter. Manu! Manu, du hast gewonnen! Du hast Peter, gewonnen! Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie kann man ihn Guck denn mal, jetzt was du gewonnen hast! Nee, was ist das denn? Vibrato? Nein! Eine Puppe? Und was hat hier eine Hand? Das ist ein Preis. Ich habe einen Preis gewonnen. Ich habe ja mal in so einem Schweinefilm mitgespielt. Ja? Und der war, weil ich da Und das ist die Barbie nach einer Session, so, oder? Die Barbie-Puppe nach einer Nacht mit ihm jetzt. Nee, mit das ist der Traum. Hast du so eine Figur? Ich möchte jetzt ja nicht mehr mit dir reden, weil ich will ja meinen Hallo? Studiogast unterkriegen. Ja, nur ich wollte ja gerade eben fragen, wie ist das denn? Muss man ihn jetzt irgendwie auslösen oder? Na, weiß man doch alles nicht, weißt du? Ich guck das erste Mal, ich schwör's dir, Peter, die Sendung. Wie bist du so geworden? Ja, ne, so versaut, das frage ich mich auch. Hast du einen Mann? Mann nicht, nein. Hast du einen Männer? Männer? Gehabt, ja, schon, ja, doch. Sehr das nicht, ne, in meinem Alter. Okay, du sag jetzt einfach. Eins oder zwei und den kriegst du. Ich bin eins. Dazwischen gibt's nichts. Es ist zu süß, echt. Tja, ja. Und hier dazwischen ist wer wie die Bettkante quasi. Ja, ja, klar. Nee, auf der Bettkante, nee, dann... Möchtest du ein Bild von mir? Das ist ein Bild von dir? Ja. Ist ja süß. Und da schwitze ich nicht. Und schwitzet. Ja. Manu? Ja, ich bin noch dran, ja. Mach dich einfach auf weg. Ja. Hau ab. Manu, ich hätte dich gewollt. Ganz doll. Peter kriegt richtig Ärger nach dieser Show. Habe ich ja neulich in der Stadt auch gekriegt, weil du mir vorgeworfen hast, dass ich mich nicht richtig um dich bemühe, dass du da unterkommst. Ich glaube, der Vorwurf war äußerst berechtigt, der bestätigt sich heute Abend auch wieder. Du möchtest ja gar nicht, dass ich eine Freundin kriege. Doch, möchte ich. Nee, das möchtest du nicht. Du weißt ja auch, was passiert, wenn ich keine Freundin heute Abend kriege. Das weißt du ganz genau. Ich darf das böse Wort nicht sagen, was ich dann mit dich mache, aber... Ich mir schon Freund war. Hey, Peter. Ja. Hier ist Christine. Damit musst du ja leben, Christine. Ciao. Einfach so weg, weil die Christine heißt. Das finde ich berechtigt.
Da war doch die Stimme schon debil. Da wäre ja nichts raus geworden. Das war bestimmt eine, die keine Zähne mehr im Maul hat. Ah, aber oder die keine anderen mehr abkriegt. Oder dumm, so. Gut. Guck mal hier, das ist zum Beispiel irgendwie vorhin aus dem Vibrator rausgefallen. Und Frauen werden ja wohl wissen, wo das Teil hingehört. Kann mir da mal jemand eventuell mal anrufen und sagen, wo in dem Vibrator diese Spule hinkommt. Das ist nirgendwo außen. Das habe ich schon probiert, weil sonst hätte es ja gestochen. Aber hast du Ahnung davon? Wenn du mal ein Ersatzteil brauchst, Kamerafrau? Auch nicht mehr. Gut. Peter. Du hast ja nun unheimlich Ärger mit deinem Papa. Ich weiß, der hat im Moment ziemliche Probleme. Obwohl, ich denke, wenn Harald Steuerhinterziehung machen würde, würde keine Sau sich drum kümmern. Ich sorge dafür, dass Papa keine Steuerhinterziehung macht. Ein kleiner Moment, mein Herz. Weil damit mein Erbe ja sich aufs Spiel setzen würde oder er es aufs Spiel setzen würde. Du bist ja nicht wie Herr Zwick in Bayern. Nee, überhaupt nicht. Ich achte sehr darauf, dass... Du MacGyver, ne? Hau einfach ab. Du hast dich jetzt in die Sendung eingeschlichen, du Ich bin MacGyver. Also wie gesagt, ich würde niemals zulassen, dass mein Papa Steuerhinterziehung macht. Ja, finde ich auch. Weil ich muss für dich sorgen in Zukunft, das weiß ich. Und das Erbe muss gesichert sein. So, du verstehst das alles. Ihr seid ja gewohnt, dass in jeder Sendung irgendwas zerstört wird. Mal wird auf so ein Kind eingetreten, mal wird eine Katze zerschnitten. Den Kopf haben wir noch. Sabine, du bist immer noch in meinem Herzen drin, irgendwo. Weil ja bald eine Sendung bei Arabella läuft, da wirst du ja erwähnt, freust du jetzt schon mal. Ja, heute will ich euch mal was ganz Tolles zeigen hier, wie man zum Beispiel eine Fernbedienung entsorgen kann. Kommst du mal ein bisschen näher hier? Bist noch dran? Ja, ja, ja. Guck mal, was ich jetzt mit der Fernbedienung hier mache. Oh, ist die hartnäckig. Weil wenn ihr das zu Hause jetzt auch zum Beispiel macht, dann habt ihr zum Beispiel, könnt ihr nicht mehr im Sitzen umschalten, müsst aufstehen. Da waren die Handschellen. Warum bist du jetzt so aggressiv? Hallo, bist du jetzt eine Frau? Ja. Warum rufst du hier an? Welchen Trieb hast du in dir? Ich muss nur mal sagen, dass ihr beide scheiße aussieht. Alle beide. Ich glaube, das ist uns klar. Das sind Wahrheiten. Und tschüss. Nee. Wir sagen tschüss. Oh, wir haben es verpasst. Peter, wir haben es verpasst. Du hast das Zippen verpasst. Oh Mann. Du als Fernsehzuschauer hast jetzt einfach eiskalt einfach mal deine Macht bewiesen. Du hast das Gespräch von dir aus beendet. Obwohl wir dich angerufen haben. Schreibst eine Karte, wirst ausgelost, wirst angerufen und legst dann einfach auf. Ich finde das doof. Das ist ganz doof. Ich möchte jetzt einfach mal, dass wir jetzt alle zu Hause auch mal sitzen und schweigen. Schweigen gegen das Bundesverfassungsgericht, was Kreuzer aus Klassenzimmern raushaben will. Ja, hallo? Du lachst darüber. Hast du über dein Schlafzimmerbett auch ein Kreuz hängen und kommt das jetzt raus? Ich glaube es einfach nicht. Bist du der Satan? Ich wollte echt nur mal wissen, ob ihr noch dicht seid. Nee. Nee, wir sind sowas von ohne Drogen breit. Ich darf diese Wörter hier alle nicht sagen. Oh, es ist schade drum. Du siehst nett aus. Ich aber bin du auch siehst nett. So viel Scheiße von dir, echt. Und der Typ neben dir schubst ihn, echt. Ich soll ihn mal schubsen? Oh, volles Ding, möchtest ja. du das gerne und würdest dich dafür gerne mit mir treffen? Nein, also ich habe einfach nur gedacht, irgendjemand verarscht. Die Nummer passt bestimmt nicht in diese Sendung. Welche Nummer? Ach, diese 81001. Hey, und jetzt bist du live dabei. Ja, du Tier. Ich hab's wirklich nicht geglaubt. Warum hast du das denn nicht geglaubt? Weil ich kann es nicht verstehen, dass so ein netter Mann sich für so viel Scheiße hergibt. Was machst du sonst? Ich muss mich damit verdingen, das bedeutet Geld verdienen auf ja. Dort. Nee. Scheiße von mir zu geben. Oh nein. Das wird von mir verlangt. Ich wünschte mir so, so gern ein Mädchen, eine Frau, die mich davon befreien würde. Weißt du, das ist eigentlich der Sinn dieser Sendung. Du lachst. Du lachst, aber das ist wahr. Und da findest du mich mal nett und lachst mich aus, anstatt mal deine Telefonnummer dazu hinterlassen. Ich hatte erst keinen Ton. Und also Gerät. Ja. Ich habe nur so durchgestellt und aha. 19, da gehe ich eigentlich immer drüber weg, also über dieses Programm. Ja. Dann macht und auch jetzt eben, sei ruhig, mit dir rede ich nicht, warte doch mal. Verstehst du das noch? Und hab den Ton angemacht und wollte mal hören, was du euch... Oh, ich finde es übrigens sehr schade, dass du nicht mehr dran bist. Ich hätte mich sehr gerne weiter mit dir unterhalten, aber dieser Mann hat die Macht. Und das ist auch sein Recht, weil es ist seine Show.
Mit dir rede ich nicht. Nee, sie hat ja auch gerade mit mir geredet und diese Sendung geht um mich. Du wolltest mir eine Freundin suchen. Ja, aber die war doch nicht die richtige von vornherein. Wer so mir gegenüber aggressiv ist. Die war ganz nett zu dir. Die hat gesagt... Aber wenn hallo, Peter! Jetzt hast du wieder irgend so ein debiles Stück, was mit dir reden kann. Peter? Ja? Weißt du, dass du richtig scheiße bist? Wie geil wär! Weißt du, was der Typ neben dir ist? Ist viel netter als du. Weißt du das? Nein, so kann man das nicht sagen. Doch. Nein, so kann man das wirklich nicht sagen. Doch. Guck mal. Nein. Das haben wir ja vorher abgesprochen. Das ist ja Fernsehen hier, das ist ja Entertainment. Peter sollte heute blöd sein und ich nett. Kann uns jemand mal einen Ton geben? Ich suche ja, die ja nicht. Ich suche ja eine Freundin. Was? Du verstehst mich nicht? Doch, ich kann nicht. Ist da noch eine Anruferin dran? Ja, wir sind zwei Mädchen. Zwei? Wollen wir einen flotten Vierer heute eventuell? Du kannst mir deine doofe Freundin geben. Doof zu doof. Ja, hallo, Mensch, Peter. Wie geht's dir? Ach, du mein, du bist wirklich eine Kranke. Bei dir habe ich mir doch mal... Du bist krank, du Spinner. Sag mal, aber ich dürfte euch beide haben, ne? Was denn? Vielleicht. Ich meine, wenn man sich mal so nett trifft. Oh Mensch. Oh Mensch. Ihr seid ja echt richtig nette. Na, könnt ihr euch mal überlegen, Telefonnummer könnt ihr hinterlassen, wenn Peter euch nicht wegblitzt, was er mit Sicherheit gleich tun wird. Die Hotline anrufen. Nein, Peter nicht. Die Hotline anrufen. Nein, Peter. Hast du schon mal bei der Hotline versucht? Nee. Warum nicht? Nö, wieso denn? Du kannst nur eine Zahlenkombination begreifen. Ja, die zweite hast du gedacht, das sind meine Maße, wa? Ich bin blond, du musst das wissen. Ja, damit musst du ja leben. Nee. Kannst du mir mal sagen, warum blonde Frauen immer blaue Flecken um Bauchnabel haben? Nee, weil sie dich gesehen haben. Nee, die gibt doch blonde Jungs. Und damit war dein Zweck in dieser Show erfüllt. Ciao. So. Euch fand ich übrigens auch an dieser Stelle will ich meiner Kamerafrau mal was gönnen, so 5 Minuten Innigkeit. In der Zwischenzeit gehe ich wieder eine Einspielung machen, weil wir haben auch andere Fragen in der Stadt gestellt, die in irgendeiner Form schon witzig waren. VCR 1 an, ab geht's. Ich bin auch langsam aggressiv, weil irgendwie habe ich die Schnauze voll. Ich muss mir doch nicht fallen lassen hier. Ich mache für euch hier den Depp und muss mir so Sachen hier in der Innenstadt bieten lassen. Nee, jetzt ist hier noch, ja. Jetzt werde ich sauer. Jetzt wird zurückgeschossen. Darf ich bitte. Nein, nee, das bin ich aber hartnäckig. Nein, also wenn ich mir was vornehme, dann will ich dich auch. Ja, ich nehme mir auch was vor. Pass auf, ich knie mich jetzt hier vor dir hin für eine Antwort, bitte. Was willst du denn? Ich will, dass du einen Freund findest. Nee, ich habe einen. Warum? Wie lange bist du schon mit ihm glücklich? 1,5 Jahre. 1,5 und richtig glücklich? Geht so. Guck mal, wir haben hier einen Stecher, der kann 8 Mal am Tag. Ja, wäre das nicht gelohnt? Die weiß doch einfach nicht, was gut ist, das Stück. Vieh, hätte er jetzt noch dazu sagen müssen. Stück Vieh. Ein Vieh ist geil, das war ein Stück. Ich mal was fragen. So jetzt von Mann zu Mann. Ist dieser Mann erotisch? Nee, nicht besonders. Bist du erotisch? Kann ich mich nicht denken, nein. Nein, was? Nein, kann ich nicht vorstellen, nein, nein. Hast du schon mal Sex gehabt, hat schon mal eine Frau auf dir drauf gelegen und hat gesagt, du bist das Geilste, was ihr jemals zwischen die Beine kam? Ja oder doch? Nicht ganz. Nicht ganz so stark, aber fast. Hat sie dir applaudiert? Das nicht, nein. Hast du sie zum Höhepunkt gebracht? Schwer zu sagen. Bist du immer so cooler? Nein, das nicht. Nein, nicht immer. Wäre dir das jetzt peinlich, wenn wir das im Fernsehen zeigen würden, so für deine Mama? Wie lange hat die Mama dich gewaschen, bis du 15 warst? Nee, so ein bisschen. Kannst du meinem rasenden Interview überhaupt noch folgen? Begreifst du überhaupt noch um was? Wie war denn die erste Frage? Ob er erotisch war. Und warum hast du die verneint? Weil ich konnte ihn nicht. Warum rennst du hier ganz knapp an der Schelle vorbei? Einfach mit ohne Brennen, also seine Augen, ja. Oh ja. Seine Augen sind schon, aber... Aber da waren deine Vorurteile, bloß weil er die Augen mit einer Brille verdeckt hat. Von vornherein bist du diesem jungen Mann schon abwertend entgegengestiegen. Mhm. Findest du das korrekt? Korrekt und korrekt, aber... Das ist gut. Aber, nee, es ist nur seine Augen. Wenn ich seine Augen schaue, dann... Aber sonst nicht. Okay, wirklich. Wir erlösen dich. Da ist die Kamera! Und da wirst du im Fernsehen sein, bald! Dankeschön, war nett. Du bist der Coolste, echt, du bist der Allercoolste. Du bist... Sag allen, ich hab gesagt, du bist ein Guter. Ciao. Bitte, einmal bitte fragen. In welcher Bank arbeitest du? Gar nicht. Wo arbeitest du? Brinkmann. Bei Brinkmann? Ach ja, das ist ja diese Uniform von Brinkmann. Diese, ach, das heißt also nicht B, Bernd, das heißt Brinkmann. Korrekt. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Nein.
Ja, so ein bisschen. Hast du die Freundin auch glücklich gemacht? Guck dir meine Show, da musst du jetzt in die Kamera sagen. Ja, ich los, sag jetzt auch, wir bei Brinkmann gucken, Peter, ehrlich. Los, sag. Brinkmann gucken auch, Peter. Ehrlich. Ehrlich. Und jetzt sag auch noch, jetzt mach das mit Nase zu halt. Auch wir gucken, Peter. Du machst das jetzt, wenn ich das sage, das Fernsehen macht dir jetzt. Los, sag das, sonst sag deiner Mama, dass du, die haben bitte Sex vorhin gehabt in ihrer Mittagspause, ja. Oh Mann, guck sie dir an, ihr verschwitzte Körper. Jetzt wieder los, ne? Was sag jetzt, so, mach die Nase zu. Nee, muss nicht sein. Doch, da, ich kann noch ganz die andere Geschichten erzählen. Er soll es machen, okay? Nee. Halt die fest, die riechen gut. Pflaster da. Komm mal her, zeig mal. Zeig mal hier, jemand immer richtig hier voll ruft, du. Das ist eine Verletzung, die mir Schmerzen macht. Wie ist das passiert? Mückenstiche. Ein Mückenstich. Hast du heute Nacht nackt im Bett gelegen, dass so Mückenstiche passieren konnten? Nein, ich war zelten auf dem Campingplatz und da waren ganz viele Mücken und... Du hast ja auch da oben zwei Mückenstiche, wa? Irgendwie so. Danke. Ah, ein bisschen weniger, ja. Ich meine, Hasse, das war ja ein junge, nettes Mädchen, die nun von der Natur nicht gerade üppig bedacht worden war, aber irgendwie war sie nett. Anna sagte, sie ist 16, ich habe gedacht, sie ist schon 17,5. Und du bist Tanja. Und hallo, bist, Peter, ja. Und willst, du bist die erste Frau, die begriffen hat, du musst dich um ihn bewerben. Um diesen entzückenden jungen Mann an deiner Seite, ja. Bingo. Ich bedanke mich. Danke, bitte, bitte. Ich hoffe, das war ernst gemeint. Natürlich, ich meine das immer ernst, wenn ich das sage. Echt? Ja. Oh, es klang so ironisch gerade, aber jetzt glaube ich dir. Du? Ja. Und du bist Tanja? Ich bin Tanja. Ah, und ja. Wie alt bist du so? Oh, in den besten Jahren. In den besten Jahren. In den besten Sehr Jahren. Interessant. Du hast eine reiche Erbschaft zu erwarten, habe ich gehört. Wie bitte? Ich habe eine relativ hohe Erbschaft zu erwarten, ja. Das hört sich doch nett an. Ja, da hast du Lust drauf, ne? Darf ich mal eine Zwischenfrage? Kannst du mal zippen? Kannst du ja, zippen? Peter, frag doch mal. Ich brauche eine Frau, die mich liebt. Bist du geldfixiert? Nein, aber es würde mich doch nicht stören. Okay, ich habe keine Erbschaft zu erwarten. Und nun? Er hat Geld. Er hat Geld. Das ist doch nett. Aber keine Freundin. Wir könnten das zusammen ausgeben. Das würdest du gerne mit mir ausgeben. Aber ich würde doch Gütertrennung machen. Das weißt du doch, Tanja. Das sieht man mir doch an. Guck mal, ich möchte als erstes so der Harte, ne? Eine Frau, die mich liebt, die ich ficken kann. Entschuldigung, die ich, mit der ich Geschlechtsverkehr haben. Ich kann das Wort nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das geht, das habe ich nicht gelernt. Und mein Geld sollte dich nicht interessieren. Was macht Peter da? Peter zückt gerade das Beil. Für wen? Für dich. Gut, dann gehe ich jetzt. Blitz, ich singe ein Lied für dich. Amüsiert euch. Nein, mit dir doch. Hätten wir gerne gemacht. Er möchte ja nicht. Aber du bist eine Schrampe, du willst nicht Geld. Alles mit mir teilen, was mir so wichtig ist. Aber ich teile alles mit dir. Meine verschwitzten T-Shirts, meine dreckigen Badelaken. Ja, darauf habe ich aber nicht so viel Bock, weißt du. Hast du keinen Bock zum Waschen? Nee. Socken stopfen? Nein. Und hinhalten? Dann lass uns doch mal fragen, worauf sie Bock hätte. Worauf hast du denn so richtig Bock? Worauf habe ich denn so richtig Bock? Ja, nun erzähl mal, worauf du so richtig Bock hast. Knete, Geld. Jetzt darf ich das Wort nicht sagen, was du gerade tust. Ach, ich darf nass sagen. Toll. Hast du schon mal einen Nassfilm mitgespielt? Ich? In einem Nassfilm? Nassfilm. Ich habe schon einen Nassfilm mitgespielt. Ja, da ist auch Wasser drin, ja. Nee, ich meinte kein Wasser. War aber schon witzig. Peter, ein geiler Gag. Die Sachen kennst du noch nicht. Ich bin Kamikaze Peter jetzt. Nun gut, ich glaube, ich verabschiede mich dann. Was? Oh. Tschüss, ihr beiden. Tschüss, du alleine. Und ich weiß, du wirst ewig hilflos alleine zu Hause sitzen. Und Kinder schiebt dich im Rollstuhl von der Küche in die Toilette. Ach, ich hätte mich rasieren sollen. Ja, aber du hast nicht allen Einsatz zeigen wollen für irgendeine Frau. Nee, ich wollte auch, dass die inneren Werte entscheiden und nicht das Äußerliche oder der schnöde Mama. Ja, dann hast du das mit deiner Erbschaft, mit den 7 Millionen, das fand ich zu protzig. Peter. Hallo? Ich hab nicht... Ich wollte Nordin grüßen. Die möchte ich haben. Was? Die möchte ich haben. Ja. Nein. Warum hast du die weggeblitzt?
Im Hintergrund seht ihr, kannst du mal auf Handkamera kurz schalten, im Hintergrund seht ihr einige kleine Aufnahmen. Wenn ihr da irgendwelche Sachen, andere Partner euch nicht sehen sollen, dürfen, wollen, dann müsst ihr das schon rechtzeitig Bescheid sagen. Ansonsten ist das... Das gibt Ärger. Die uralteste Petalette. Warte, Dörte? War ist eine doofe Idee, wa? Hallo? 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 Wer bist du denn? Ich bin Stefka. Wie? Stefka. Stefka? Was ist das für ein Name? Nicht mit P, mit Doppel-F-K-A. Mann, wo, Peter, wo du musst du mal her? Zuhören. Ja, genau. Stefka. Musst du mal zuhören. Kommst, hallo, Stefka. Hallo, ihr Lieben. Hi. Wie geht es dir? Ich finde euch tierisch lustig. Du findest uns lustig. Das finden wir aber super, dass du uns lustig findest. Hast du schon mal lachen können? Ja, und wie? Ach, wo über denn zum Beispiel? Ach, die ganze Zeit. Ach, die ganze Zeit. Klasse, das ist doch super. Allein die Aktion in der Stadt ist schon wirklich ziemlich lustig. Ah, ich habe immer noch keine Freundin. Wie wär's mit dir? Ja, Mensch, deshalb rufe ich doch an. Echt? Ja. Oh, wie nett von dir. Komm, guck mal, du bist Peter. So ein Schnuckel. Findest du, ich bin ein Schnuckel, ja. Obwohl ich so unrasiert bin, da so verfettet bin drauf. Und stinke? Oh, geil. Oh, oh. Das ist Peter, ich glaube, da hat die richtige Stefka angerufen heute mal. Ach. Stefka? Ja? Wie fandst du das denn in der Stadt? Tierisch. Willst du da mal bei sein, wenn wir sowas machen? Auf jeden Fall. Weil wir müssen nämlich, nächsten Dienstag dürfen wir hier nicht live senden. Da müssen wir eine Vorproduktion abgeben. Ah, aus und gewissen die, Gründen, ja? Ja, und die wollen wir am nächsten Montag drehen. Aber ich muss arbeiten. Um 20 Uhr auf der Reeperbahn, ja. Vor dem Kaffeekäse. Ach, das stimmt doch gar nicht. Nein, da drehen wir wirklich. Da geben die Mobilets, die machen eine Platten-CD-Präsentation. Ja, auf jeden Fall. Da brauchst du mir nicht loben, Stepka. Oh nein. Ja, na, dann glaub mir das einfach. Okay. Und da drehen wir. Stimmt. Ja? Im Abendlicht, 20 Uhr. Können diese Augen lügen? Nein. Wenn die feuerrote Sonne in mein Gesicht erstrahlt. Stefka, ich muss dich... Das ist doch eine Sonnenbrille auf, ne? Stefka, ich muss dich aufklären. Ich habe gerade eine Freundin gefunden. Ja? Ja, es tut mir leid, eben gerade. Und ja, also ich werde nächsten Dienstag nicht da sein, aber das mit dem Dreh stimmt. Aber ich habe es gesehen. Du hast geknutscht. Ich habe geknutscht, genau. Ja. Ich habe gerade meine Freundin gefunden. Mitten auf dem Stuhl. Mitten... Und wen hat er geknutscht? Mitten beim Stuhl? Irgend so eine langhaarige Brünette. Ich hab's gesehen. Nicht für die Brünette, sondern für langweilig. Weil alles, aber nicht das. Das war weil langhaarig, nicht langweilig. Langhaarig? Ja. Hat die langhaarig gesagt? Ja, sonst hätte sie doch jetzt echt Ärger an den Haaren. Stepka mit Ruf normal an. Sorry, ja. Peter hat noch Interesse. Hi. Hi, wer bist Hi. Du denn? Ich bin Jennifer. Jennifer? Ja. Toll. Was hältst du von Kruzifixe, die nicht mehr da sind? Jetzt nicht, ne? Das sind auch böse? Was ja. Findest du denn besser, Stefka? Quatsch, Julia, Violetta, wie war der Name? Torte. Verzeihung. Sag Mädchen. Torte. Sag Jenny. Junges Mädchen, Natalie. Nein. Wie? Jenny, sag Jenny, Jenny, einfach Jenny. Okay. Hi Jenny. Na, nochmal von vorne. Ey, ist Jenny eine Abkürzung von Jennifer oder von... Nein, Jennifer, Jenny ist die Abkürzung von Jennifer. Hi Jennifer. Ja. Ey, wie heißt du denn? Jennifer. Hör mal auf, mich zu verarschen. Das warum heißt du Jennifer? Anderen. Hä? Warum du Jennifer heißt? Ist das mehr von Papa oder von Mama gekommen? Das weiß ich nicht. Solltest du ein Junge werden? Nein. Dann hättest du Jeff hier heißen bestimmt. Ha. Jeff. Sehr witzig. Am besten Jeff. Warum rufst du denn an, Jennifer? Ja, ich wollte mal fragen, warum ihr eigentlich mir die Leute so verarscht. Du, warum lässt du dich gerade so verarschen? Das wäre jetzt die adäquate Gegenfrage. Okay, Entschuldigung, das Wort adäquat bedeutet gleichbedeutend. Im Zweifelsfall, glaube ich. Na, erst mit Ausdrücken um sich schmeißen, wenn ich wissen, was es bedeutet. Ja, aber du weißt wahrscheinlich, was adäquat ist. Hast du Abitur? Machst du gerade Abitur? Nee, ich mach kein Abitur, nee. Nee, hast du eine Lehre? Ja. Was für eine? Eine schöne Lehre. Was für eine Lehre? Hm, sag ich nicht. Ach komm, sag. Also langweilig. Ja, sehr langweilig, Jennifer. Jeff! Du hast die Chance gehabt, hier mit zwei wirklich tollen Kerlen dich zu unterhalten und verkackt. Aber wie ist das jetzt, wo du die Freundin hast? Tja, jetzt wo ich die Freundin habe, muss ich dir natürlich dankbar sein. Ey. Weil ohne dich hätte ich sie ja nicht. Das ist ja, entspricht ja nun wirklich der Wahrheit. Guck mal, du schaffst die Knete ran, du läufst für mich als Häschen. Bist auch glücklich dabei. Weißt du, wenn du alle 10 Tage ich mal kommst, dann macht mich das immer glücklich. Peter. Ich habe ein Erbe zu erwarten. Ja, weiß. Lass mich jetzt mal in Ruhe, ja? Ich will gefickt werden.
Oh, das sind dumme Worte, die ich hier nicht einfach hören will. Sag einfach, du das bist... Das war ein Junge übrigens und kein Mädchen. Ja eben, deswegen Peter, sind das ja dumme Worte. Mal, ja. Komm mal hier, lass mal wieder gut. Meinst du, wir hätten Zukunft? Meinst du... Ich weiß, warum jemand lacht, aber... Guck mal, ich hab doch echt das Glück getroffen. Mein Vater wird bald sterben, wenn er so weitermacht. Aus dem Kempinski geschmissen. Scheiße, irgendwie... Da ist nicht mehr viel zu holen, das Riesenerbe, du läufst mich wirklich wie ein Häschen. Eine super Butze an den Händen. Aber dieser Neid von diesen doofen Frauen, der jetzt hier immer kommt und Peter muss es mit Frauen treiben. Ich will das ja nicht. Ich hab mein doch, Glück gefunden. Wir können doch von Männern auf Frauen umstellen. Wenn Sie die Herrin, haben. Ich der Knecht. Nein, ich beschwere mich nicht. Das war Brauthaut ins Auge, klasse. Echt? Ich kann zitieren. Hau ab, du Spacken, sonst gibt's auf die Backen. Du. Mein Gott, seid ihr hohl. Aber du rufst doch hier an. Sag mal, damit bist du noch hohler als wir. Und willst du jetzt mal wissen, jetzt habe ich mal die Schnauze voll, willst du jetzt mal wissen, wer der hohlste überhaupt war? Den haben wir in der Stadt getroffen. Mein Team hat gesagt, der war nett. Ich habe gesagt, der ist Dummkopf der Woche. Und ich werde jetzt beweisen hier. Jetzt hast du mal aggressiv gemacht. Ich wollte hier nett sein. Scheiße. Immer auch vor die Kamera? Du guckst so interessiert, immer so vor die Kamera? Ja? Opfer, der sich von sich aus angeboten hat, den ich nicht ausgesucht habe. Ich möchte von vornherein sagen, ich wollte ihn nicht verarschen, aber jetzt ist er dran. Einfach, wo seid ihr denn? Wir sind OK1, kennen Sie OK1? Klasse Sender? Ja, doch, den kenne ich, ja. Und kennen Sie da die Peter Ehrlich Show? Nein, die kenne ich leider nicht. Wann haben Sie sich das letzte Mal richtig rasiert? Oh, das war heute Morgen sogar. Und ja. Da haben wir ein paar Haare hier unten vergessen oder so? Oder ist das die persönliche Note, die Frauen geil macht? Einfach jetzt mal sagen. Das habe ich vergessen dann, ja. Und wie geht's Ihnen jetzt hier gerade so mit Hitze und so? Wie ist denn mit dem Hormonhaushalt? Da ist man noch als Mann am Laufband geil. Haben Sie da auch Bock, immer am Laufband irgendwelche Frauen zu knallen? Oder stehen Sie da eher auf Männer? Nee, also ich bin schwul, bin ich nicht, nein. Und so, aber mit Bock auf Frauen zu knallen? Ja, why not, ne? Und jetzt mal für Sie hier in der Stadt jetzt eine suchen gehen. Ich meine, dann machen wir vorher die Essensreste aus den Zähnen und dann können wir alle Frauen dieser Welt umreißen. Na, also erstmal muss ich von der Bank Geld holen, ne? Also und danach dann die Frauen umreißen? Mit mir ins Bett gehen? Nee, nein. Warum nicht? Einfach auch mal überwinden. In jedem Mann steckt sowas drin, dass er mit einem anderen Mann das will. Ach nee, ich weiß nicht. Also... Ich meine, was hat so eine Frau auch zu bieten? Gucken wir sie uns doch mal an. Sie hat doch nichts zu bieten als Frau. Aber wir als Männer immer stramme, schöne Ärsche und so, das ist doch schön. Ja, ich nicht mehr. Dazu bin ich schon zu alt. Wird er nicht mehr steif oder so? Nein, dazu bin ich schon zu alt. Wird nicht mehr steif? Ach ja, hin und wieder, ne? Ja. Und von alleine oder muss man sich da mit sich selbst erstmal beschäftigen eine Stunde? Nö, das noch nicht. Also so alt bin ich doch noch nicht. Okay, eine Zwischenfrage. Fühlen Sie sich als Opfer? Bitte? Fühlen Sie sich als Opfer im Augenblick? Nein. Und Sie sind auch damit einverstanden, wenn wir das alles senden so? Oder ist das jetzt für Mama denn eher peinlich? Nee, Mama? Nein, das nicht, nein. Denn ich, also na, jetzt, ich bin vollweise, ne? Das ist ja auch normal, ne? Wie war das, ohne Mama aufzuwachsen? Ach, nee, ohne Mama bin ich nicht aufgewachsen, aber ich bin jetzt vollweise, ne? So allmählich, ne? Schon über 10 Jahre, ne? Und das jetzt eine ganz spontane Frage, die mir gerade so einfällt. Wann haben Sie das letzte Mal wirklich Sex gehabt? Oh, das war gestern erst. Bezahlten Sex oder freiwilligen Sex? Das war bezahlter, ja. Und wie war das? Ach, nicht schlecht. Was haben wir uns da mal so gegönnt? Was war thailändisch? Nein, was Deutsches. Und so wie bei Muttern? Ja, so ungefähr, ja. Jedenfalls was Deutsches. Und wenn Sie spritzen, sind Sie eher ein Schnellspritzer oder brauchen Sie länger? Nee, ich brauche schon länger, ja. Das ist gut. Ihr seht junge, dynamische Männer in der Innenstadt. Erst noch Hame. Mein Name ist Jörn. Wenn Jörn auch noch ein alte Toilette benutzen würde, wäre er ein Topmann. Dankeschön, Jörn. Danke. Bitte. Ja. Ich hab gesagt, ich verarsche ihn. Und er wollte es. Er wollte es von ganz allein. Hallo. Hallo, Peter. Jetzt, du wolltest mal ein Lob machen. Ja, ich wollte mal ein Lob machen, genau. Ich wollte eigentlich nicht eins machen, eins sagen. Ja, ich finde, also ihr solltet mehr Aktionen in der Stadt machen. Das finde ich echt gut. Ja, machen wir doch. Am nächsten Montag um 20 Uhr fangen wir vor dem Café Käse an zu drehen. Ja, ehrlich jetzt? Ehrlich. Und das wird am Dienstag dann gesendet. Aha. Und am nächsten Mittwoch um 19 Uhr hat der Peter mal wieder Radio. Wo? Ja, hier, 96,0. Ja, genau, stimmt. Gibt's auch, ja. Im Kaffeekäse oder davor? Erst davor und dann ist die CD-Präsentation im Kaffeekäse. Was für eine Präsentation? Der Mobilets. Was ist das denn?
Mobiles, ja, wir sind die Mobiles. Ich würde mal sagen, eine relativ begabte Band junger Damen aus Hamburg. Genau. Mit der aparten Nixe als Sängerin, mit diversen. Die einzig wahre Diva in Deutschland. Diversen prominenten Mitmusikerinnen. Bernadette Lahengs, Walding. Sehr schöne Musik machen. Aha. Genau. Und die haben jetzt eine CD rausgebracht und die wird dann dort präsentiert vom Café Käse. Aber die singen nicht Deutsch, oder? Doch. Ja? Nee. Schade. Nee. Keine Ahnung. Ist ja egal, auf jeden Fall singen die und die große Aktion startet automatisch Trinke Bier mit Peter. Aha. Im Café Käse. Im Café Käse. Bist du Zielgruppe? Das war cool. Bist du Zielgruppe? Wo war cool? Ich bin Zielgruppe. In der Uni. Da waren Debs, war bei. Das war gut. Peter hat den intellektuellen Hammer mal draus geholt, wa? Ja, genau. Das hat meine Ärztin, ich habe ja meine Ärztin gehabt, das war mein intelligenter Höhepunkt. Aha. Und was ist dann passiert? Die ist jetzt mit was für ihn zusammen? Ja, ist ja, die ist mit einem anderen jetzt zusammen. Und darf nur Sex Peter, im Tonstudio machen. Peter, wollen wir noch weiter über Privatleben reden jetzt? Ja, nee. Ich habe jetzt eine Chance vielleicht bei der Frau. Ja, vielleicht. Könnte ich auch jetzt wie heißt anfangen du richtig? Zu reden. Julia. Julia, wärst du auch bereit, die Hotline-Nummer mal anzurufen? Ist das deine Privatnummer? Ja, das ist meine Hotline-Nummer. Und da bin ich dann. Ich spüre das manchmal, wenn das eine Frau am Telefon da klingelt, dann gehe ich auch ran. Ja. Würdest du da gerne bei mir mal anrufen wollen? 4-3 kann ich mir jetzt nicht merken, dann müsste ich mir das erst aufschreiben. Ja, dann schreibst dir doch ganz cool und locker auf, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Auf und dann du könntest mich heute Abend noch anrufen, könntest mich morgen anrufen, ich habe auch Tagesfreizeit. Was ist das? 7534, ja. Hey, wusch. Ja, nee. Aber die darfst du doch nicht sagen, dann rufen nachher noch ganz andere an. Genau, ich sag's jetzt leise. Damit ja, das keiner hört und nur sieht. Julia, du bist nett. Schon fast Humor. Ich bin nett, auch du, das war fast Humor. Wie alt bist du denn, Julia? Was würdest du denn schätzen, 13, 14 oder? 23. Ja. Stimmt's? Ja, stimmt. Verheiratet? Nein. Und das ist ungünstig. Ich schwöre, sie ist mindestens 38. 38? Ja, selbst so eine alten Frauen sind noch relativ interessant. Du bist doch vergeben, du, ich rede doch mit Peter, oder? Ja, genau. Stimmt. Was mischst du dich jetzt hier ein? Du ganz, hast hier, ganz du einfach, kommst zum Schuss und ich nicht, wa? Ganz, oder was? Ganz einfach, weil ich das Mikrofon in der Hand habe. Findest du korrekt, ja? So einfach ist das, wenn man Fernsehen guckt. Da gibt es Leute, die haben das Mikrofon in der Hand und dann gibt es Leute, die haben das Mikrofon nicht in der Hand. Und die Leute, die das Mikrofon in der Hand haben, ja, können reden und 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 Julia? Reden. Julia? Ja, Peter. Rufst du mich nachher noch an? Ja, mal sehen, ne? Mal gucken. Du zeigst aber nicht die richtige Begeisterung irgendwo. Ja, du... Ja, ich weiß nicht. Ja, erst loben, erst einschleichen und dann so fies sein, ja. Außerdem hast du ihn beleidigt, ja. Er kann reden so oft, wie er will, ja. Und wenn er eine hat, dann kann er auch zwei haben wollen, ja. Warum nicht? Warum immer nur diese Ein-Ehe-Beziehung oder so, ja? Hallo. Wer bist du? Immer noch Stefka. Hallo Stefka, endlich bist du wieder da. Vielleicht kannst du mich ja noch überzeugen. Hi. Stefka. Jetzt findest du mich nicht mehr nett, ne? Warum ist sie jetzt raus? Warum habt ihr Stefka rausgerückt? Stefka, versuch's nochmal. Ey, jetzt weißt du langsam, warum du Ex bist, ja? Weil du hier echt Sabotage machst. Kann auch deine Schwester nehmen und dein Kind Skrupel. Ich frag sie jetzt gleich mal. Komm mal her hier. Wir haben uns schon immer gemocht irgendwo, oder? Beide waren. Bist du auch wahr? Ein Versprechen, ja. Oh, das wird chaotisch. Ja, gib mal jetzt einfach mal einen Mann rüber. Vielleicht jetzt eh, der neidisch wird, weil wir so eine Trefferfrauenquote haben. Und weil wir uns haben. Wir haben uns. Wir sind zusammen. Oh, eiskalt. Aufgelegt. Durchgekommen, aufgelegt. Aber das mit Stefka tut mir jetzt doch wirklich noch ein bisschen in der Seele weh. Ach, meinst du, du kannst dich noch verbessern? Nein, aber ich glaube, es wäre eine nette Gesprächspartnerin für uns gewesen. Das reicht doch schon mal aus beim Entertainment. Wie war die, wir wollen noch eine Fernsehsendung da auf der Reeperbahn, wie wollen wir die nennen? Das habe ich jetzt komplett vergessen. Ich war eben noch so... Cover Poodles Overnight, genau. Cover Poodles Overnight. Aber Hamburg, nicht Berlin. Kopien ist, klauen ist wichtig. Ich hab das mit dem Ball. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Anrufer, Peter. Hallo Anrufer. Sprich jetzt.
Hallo, hier ist Stefka. Ah, oh, Stefka, du bist wieder da. Das finde ich nett, dass du so eine treue Seele bist. Ich muss leider sagen, die Sendung ist zu Ende. Danke, dass du angerufen hast. Oh, jetzt will er dich wegdrücken. Das ist überhaupt nicht wahr. Erzähl noch was. Ja, was möchtest du wissen? Erzähl was Nettes. Warum rufst du an? Hi, weil es Spaß macht, mit euch zu reden. Ah, das macht Spaß, mit uns zu reden. Und weil es echt unheimlich witzig ist, immer rausgesetzt werden. Nein, es ist echt nicht witzig. Das tut weh. Ja, ich mach's ja nicht. Ich zeig's ja nur. Wir drohen das immer nur an. Peter! Oh nein, bitte nicht. Wenn die Blitze Trauer tragen, kennst du den Lied? Ich hab schon dreimal angerufen, kannst du nicht mich immer raus. Rufst du auch bei Privat an? Wie bitte? Hast du dir die Privatnummer auch schon aufgeschrieben? Nö. Rufst du nicht an? Soll ich das? Da kannst du uns heute Abend bis 24 Uhr erreichen. Ah, das kann ja heiß werden. Ja, wenn du noch jemand mitbringst. Dann schalten wir dich über Mithörer, nehmen dein Gespräch auf und dann senden wir das nächste Woche. Das würde ich nie tun. Möchtest du hier mal ins Studio kommen? Ich meine, Peter filmt, dazu will ich jetzt weiter nichts sagen. Kannst ruhig sagen. Also, ich habe einen knacke Pornofilm jetzt von mir. Super. Heimlich gedreht. Und alle Frauen, die immer gedacht haben, wenn sie die Kamera wegstellen, ich habe mir zwei gefilmt. Und ich schwöre, es ist nicht gelogen. Na? Oh, wir haben es so köstlich drüber amüsiert. Ja, du amüsierst dich ja immer noch drüber. Ja. Steppkam? Ja. Steadykam? Steppka? Ja. War echt nett mit dir. Ja, mit euch auch so. Warum? Ehrlich? Pass auf, sag doch einfach deine Adresse durch. Nein, tu es nicht, das gibt Probleme. Mach es nicht. Nein, das mache ich doch nicht. Und am nächsten Dienstag ist eine VP, die wir am Montag aufzeichnen. Ja. Und am 29. die allerletzte Peter-Ehrlich-Show hier leider auf dem offenen Kanal. Was soll das denn? Und dann gehe ich weg, ganz weit woanders. Und da kriegt dann intelligente Leute vorgesetzt, da freue ich mich jetzt schon drauf. Meine Feste. Aber ich erzähl das am 29. Und zum Abschluss habe ich mir gedacht, eine Megaband, Carl S. Blue, und wie heißen die weiter? Und die... Oh, mir doch scheißegal, die sind voll cool. Die kommen hierher. Steppi, und wenn du willst, sei auch du hier. Ja. Sei mein Gast. Ja. Steppka, ich danke dir. Vor allen Dingen sparst du dann noch Telefonanrufe bei uns dreimal hier anzurufen. Klar. Oh, ist das krank. So, ansonsten hat sich heute nichts geändert. Wir müssen noch 2 Minuten rumkriegen. Sie hat aus Osnabrück angerufen übrigens. Ja, schön. Wir hätten mal zurückrufen können. Gib uns noch einen. Steppka, ich wollte dir übrigens noch danken, dass du mich wolltest. Peter? Hey, du bist ein Mann. Ja, eben. Du hast ja gesagt, du wolltest einen Mann sprechen. Wie gehst du mit dem Neid jetzt um? Ey, Mann, ich wollte mal fragen. Sag mal, der Typ, der macht mich voll an. Sag mal ehrlich. Echt? Ja. Mir ist das alles scheißegal, mit wem ich darf das Wort nicht sagen. Der ist mein. Der gehört mir. Ich bin aber eigentlich stockschwul. Ich auch. Alles. Immer was gerade gefordert wird. Ja, und... Kann ich mal deine Telefonnummer haben? Hetero, wenn du willst, also wenn du da noch eine Freundin hast und dann auch mit dich und das alles und dann echt immer geil Bock haben und hier, Peter ist mein Häschen, der läuft für mich, der bringt die Knete ran, der bringt richtig Knete ran, das ist jetzt auch gut. Jetzt lass uns doch mal intimer werden, erzähl doch mal mehr über deine Glidlänge. Über meine Hip-Länge? Penislänge. Über meine? Du meinst meine Penislänge oder Peters Penislänge? Peter kann nicht mithalten, das weiß ich. Mit mir mithalten. Pass auf, ich zeig dir das. Da hat nämlich Ede echt so ein Willi Wärmer für mich gestrickt. Hier hinten bin ich, hier. Da ist der Willi Wärmer. Gag. Lachen, Gag. Ja, nein, ich meine das ernst. Ja, ich meine das auch völlig ernst. Ja. Also einen guten Blowjob lehne ich nie ab. Ja, ich habe hier noch einen definitiv schwulen nicht. Kumpel. Wie bitte? Ich habe hier noch einen schwulen Kumpel. Aber ihr stecht keine Freie ab, oder wie? Nein. Dann ist ja schon mal gut. Aber hier sind wir nicht. Okay, pass auf, wir sind fertig. Der Herr Moderator wird jetzt die Absage machen. Alter! Schade. Yo. Hau ab aus meinem Leben! Hau ab aus meiner Welt! Der Gute kann viel geben! Und ich sag euch, nur das Schlechte in dir zählt. In diesem Sinne, macht euch weg und leckt euch selber. Ciao.